KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen KinoCast nach meinem kleinen Urlaubsbreak hier. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Und lieber Erik, ich bin ja froh, dass es bei dir nicht größer hieß. Achtung, Hai-Alarm. Ja, Hai-Alarm hatten wir in Hurghada tatsächlich. Das war schon etwas beängstigend, weil wir waren am selben Tag auch auf einem Schnorcheltrip, wo der Haiangriff war da in Hurghada. Ja, na gut, aber lassen wir das Thema. Wir haben jede Menge Filme mitgebracht, nämlich, deswegen muss man ein bisschen hier nicht lange uns mit Vorgeplänkel aufhalten, sondern wir haben ja einige Filme nachzuholen. Letzte Woche gab es eine Doppelsneak in den Innenstadtkinos, das ist ja auch sehr, sehr selten. Haben wir also zwei Filme von der letzten Woche, einen von der vorletzten Woche, dann haben wir noch so noch Filme gesehen im Kino und ach, ja, jede Menge Superheldenfilme. Ach, ich fange einfach mal an. Also wir haben The Pearl, haben wir das Sneak Preview gesehen gehabt. Das ist quasi das Sequel zu X, zu dem Film. The Dive hatten wir in der Sneak Preview jetzt in der vergangenen Woche Montag. Reden wir später drüber. The Flash war die Sonder-Sneak Preview. DC-Superheldenfilm. Dann wurde auch noch ein DC-Film gesehen, nämlich DC League of Super Pets von der Kate und vom Chris. Da bin ich mal gespannt. Den habe ich nämlich noch nicht geguckt. Der hatte mich auch vom Trailer her interessiert. Ich habe auch noch einen Film, der tatsächlich was mit Superhelden zu tun hat, gesehen, nämlich Geheime Anfänge heißt der auf Netflix. Dann der nächste Film mit Superhelden-Thematik, den habe ich gesehen, Guardians of the Galaxy 3. Ich habe auch noch gesehen John Wick, den können wir fast auch als Superheld fast, also John Wick 4. Und ja, jetzt, deswegen haben wir auch heute keine Serien, weil wir so viele Filme haben. Aber das ist ja hier auch eigentlich Filmpodcast. Also fangen wir mal an mit The Pearl. The Pearl. Nur Pearl, nicht Pearl, The Pearl. Nicht die Perle, war keine Pearl, Perle. Einfach nur Pearl. Okay, dann halt nur Pearl. Pearl. Pearl, also nur Perle. Ich hatte den Film X nicht gesehen, das war so ein Überraschungshit. Der schwappte so, ich glaube, vor 2 Jahren oder so ein bisschen durch die Szene. Ein Film von Ty West, der ein bisschen, ja, in einem sehr eigenen visuellen Stil gedreht war in Texas, wo irgendwie so eine, den hatten wir, glaube ich, auch mal in der Sneak, gab es da so als Tipps, dieser Film. Vielleicht kannst du dich erinnern, wir hatten nämlich über die Story mal geredet, dass irgend so ein Filmteam so ein Porno drehen will in Texas, die dann so. Ja, ein bisschen, ja, I remember. Was Porno dann, war das Stichwort. Was, ja, genau, das hast du dir gemerkt. Ich auch. Genau, die wollen dann so ein Porno drehen in 50er, 60er Jahren oder sowas und fahren dann so ins Hinterland und dann geht da ein bisschen was schief, weil da nämlich unter den Filmemachern eine ist, die da andere Ziele hat. Und um diese Pearl geht's eben, die wird auch wieder gespielt von Mia Goth und da wird die Vorgeschichte erzählt, wie sie damals in, ja, 1918 oder irgendwie so die Drehe Erster Weltkrieg, wir erfahren, dass ihr Mann im Ersten Weltkrieg ist, also sie hat wohl, bevor der entsandt wurde, den noch schnell geheiratet, wie das früher halt so war, damit sie abgesichert ist und sie haben sich aber, glaube ich, so gut wie gar nicht kennengelernt. Sie lebt mit ihrer Mutter zusammen, der Vater ist, ich würde sagen, schwerstbehindert. Er ist krank. Ja, aber er ist halt im Rollstuhl, also ist wirklich, ja. Er kann nicht mehr viel und er hat damals die spanische Grippe hat er grassiert und da hat es ihn erwischt gehabt. Das fand ich ganz interessant, so diese Brückenschläge zur aktuellen Zeit, so mit Corona und so weiter. Jedenfalls muss die Mutter muss den ganzen Hof in Schuss halten und alles und die Tochter musste auch ordentlich mit anfassen und sie hat aber einen Traum, dass sie gerne Tänzerin werden möchte, denn damals kam natürlich auch das Thema Kino ein bisschen auf und sie sieht dann im Kino gerade diese Tanzrevue-Filme, die es damals gab und sie träumt davon, auch so eine Tänzerin zu sein und ihre doch etwas brüdere Mama, die will das überhaupt nicht zulassen und wir sehen dann schon, wie sich das so langsam einschleicht, dass sie auch irgendwelche Tiere tötet und quält und irgendwie
Ja, und irgendwann ist natürlich dann die Schwelle erreicht, wo sie dann auch Menschen attackiert und Menschen umbringt, die ihr nicht mehr gewogen sind oder mit denen sie nicht mehr klarkommt. Und insgesamt ist es natürlich auch wieder, ich habe jetzt, wie gesagt, X noch nicht gesehen. Ich wollte ihn schon immer mal gucken, aber ich bin ehrlich gesagt jetzt ein bisschen abgeschreckt, X zu gucken. Es war damals wirklich so ein Überraschungshit, der in der Szene ein bisschen... ja, für einiges Aufsehen gesorgt hat, weil der irgendwie vom visuellen Stil her so krass war und cool war. Und ja, der ist natürlich auch sehr cool gemacht vom visuellen Stil her. Der hat so ein bisschen, weiß nicht, so 50er Jahre Soap-Opera-Stil, würde ich es mal nennen. Und auch so die Einstellung, wie es gedreht wurde und das Bildformat, das wirkte alles so ein bisschen in der Richtung. Aber. Aber, es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viele Abers da drin in dem Film. Angefangen von reichlich dämlichen Acting, was da drin war. Und ja. Facepalm-Szenen ohne Ende. Ja, die übertriebenen Splatter-Szenen und sowas. Ja, okay, das sei mal dahingestellt. Das ist genre-typisch, würde ich es nennen. Das ist genre-typisch, wenn du so ein kleines Ding da machst. Aber es war halt so eine Schere zwischen diesen Top-Notch glossy Aufnahmen einerseits, zwischen dem tollen visuellen Stil und dem, was halt hinter war. Es war halt wirklich so Style over Substance. Da kann man es eigentlich zusammenfassen in der Richtung. Kann ich mal kurz eine Frage stellen? Schieß los. Also noch eine. Noch eine? Was hast du? Ja, ich war gerade ein bisschen bei der Erklärung und Zusammenfassung des Films ein bisschen verdutzt, weil du erzählst, dass die Tänzerin werden will und plötzlich ermordet sie. Ah ja, da gibt es auch ein Casting, genau. Stimmt, da gibt's. Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Was hat das? Ist die einfach psychisch krank? Die ist halt krank, komisch, oder? Die ist komisch. Die hat nicht mehr alle Latten am Zaun. Das kann man so sagen. Okay. Weil das ging jetzt irgendwie, sagst du plötzlich ja und dann fing sie an mit Tieren so und dann hören auch. Menschen und, aber sie will Tänzerin werden. Das kommt halt plötzlich, also sie. Ja, aber okay. So ist es tatsächlich auch ein bisschen. Also okay. Okay. Sie bringt halt plötzlich mal ein Tier um das und dann verfüttert sie immer mal irgendwie, also so eine Gans muss am Anfang dran glauben, Spoilerwarnung. und die verfüttert sie dann in so ein Krokodil, das lebt da bei ihr in so einem Teich da. Ach, keine Was? Ahnung, ja. Und dann will sie Tänzerin werden und sie ist da so völlig abgedreht, wie manche, die da so bei Deutschland sucht den Superstar mitmachen, so, ja, ich mach da mit und dann wäre ich ganz großer Star, ich habe keinen Plan B, ich habe die Schule abgebrochen und so ungefähr ist es hier auch, ja. So ungefähr ist es hier auch, sie geht dann zu dem Vortanzen und Achtung, Spoilerwarnung, sie kommt nicht weiter und dann ist natürlich psychologisch dann einiges im daneben, weil dann weiß sie, sie kommt hier nie raus aus diesem Kaff und ja. Okay, jetzt verstehe ich es besser. Danke, naja, danke. Das danke, ist danke. Aber nicht der entscheidende Punkt. Sie bringt vorher schon Leute um. Also das ist irgendwie, ja. Okay. Und das Einzige, was halt noch ganz, ganz cool war, war so diese ganze Zeit dieses schwelende Unbehagen, wo man ja schon merkt, okay, die hat nicht mehr alle Latten am Zaun. Wann wird da jetzt was passieren? Wann bricht das aus? Wann und wie? Also das war klar, aber wann und wie war immer die Frage. Und Das hat dann einfach, es hat sich zu lang hingezogen, darauf zu warten, bis das dann passiert, fand ich. Also und auch definitiv, ja. Ich fand's, also du hast eigentlich alles sehr, sehr schön zusammengefasst mit sehr, sehr seltsam geschauspielert, der Sängerin. Also sehr, 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 ich weiß auch nicht, viele haben den tatsächlich auch echt gefeiert im Kino, habe ich gesehen, wo ich gedacht habe, so, was? kann ich jetzt nicht so mitgehen? Das Endbild auch, das war auch ziemlich... ja. Ja, guck, Erik fängt schon an zu lachen. Das Endbild nehmen sie im Trailer. Auch ja. Lange Zeit, ja. Also, einfach super verwirrend. Ja, ich weiß nicht, ob man da unbedingt verwirrend. Den Ex gesehen haben muss, / sollte, damit man den Film jetzt richtig feiern kann. Das kann natürlich sein, dass der Ex-Film richtig gut war. Also wie gesagt, er hat viel Bass gemacht in meiner Bubble. Und wenn du dann sagst, oh, der war so geil. Und jetzt kommt dann der Film, wo du dann erfährst, wie und was dahinter steckt und so. Das vielleicht braucht's das. Vielleicht. Ich wollte mir den schon mal angucken. Also den gibt es ja jetzt im Streaming-Service
So, vielleicht gucke ich da mal rein und kann dann nochmal mit anderen Augen drauf gucken. Ich habe jetzt auch gerade mal unsere Gruppe auf, musste ein bisschen runterscrollen, wir waren ja einige Sneaks dazwischen. Ja, also Pearl liegt so, ich weiß nicht, was du ausgerechnet hattest als Durchschnitt, aber mittlerweile sind ja vielleicht auch noch ein paar Votes eingegangen. Da waren echt ein paar, die haben 8 und 7 Punkte gegeben. Ich liege mit 5 irgendwie so als, ich habe als einziger 5 gegeben, liege so in der Mitte, weil ich kann mich nicht so recht entscheiden. Einerseits hat es mir vom visuellen Stil her sehr gut gefallen und vom schauspielerischen auch. Andererseits war die Story ziemlich meh und irgendwie, ich weiß nicht so recht da. Ich bin da ein bisschen hin und her. Vielleicht, wenn ich X gesehen habe, denke ich, nee, das war genauso ein Scheiß. Vielleicht sage ich dann, okay, das ist offensichtlich das One-Trick-Pony von diesem Regisseur. Der macht es halt immer in derselben Art und Weise und das zündet halt bei mir nicht. Dann muss ich mir den merken, dass ich da nicht nochmal was gucke. Vielleicht haut es mich auch dann total um und ich denke, ach so, deswegen und so und ach ja. Und Ja, bin ich überhaupt nicht bei dir. Ich fand's einfach, ja, für mich war es mehr oder weniger wirklich eine kleine Qual, weil ich fand's so abgefreakt und so seltsam und so strange. Mich hat der Film überhaupt nicht erreicht, überhaupt nicht berührt, getouched, irgendwie was. Deswegen gibt's von mir 2 Punkte von 10. Okay. Ja, da liegen wir ja schon ein Stück auseinander. Ich glaube, bei dem folgenden Film auch so ein bisschen. Den darfst du uns mal vorstellen. The Dive. Der hieß aber The Dive. The Dive. Ist deutscher Film, müssen. Merkt man sofort am Trailer. Ja, am Titel. Wir überspringen tatsächlich auch eine Sneak in der Reihenfolge. Muss genau. Ich vielleicht ganz kurz erwähnen, nämlich die 1167. Da war der Erik nicht da. Ich war auch nicht im Kino. Ich habe den auch nicht gesehen. Ich habe mir einen anderen kleinen Porno angeschaut. So? Erzähl. Ja. Achso, ich Stuttgarter, war jetzt 11 Stuttgarter Bumsen, 11 Hamburger weg. Jetzt weiß ich, was du meinst, okay. Das habe ich auch geguckt im Urlaub. Weil wir es vorher von Pornos hatten. Nee, da lief der Film Griechenland oder Der laufende Huhn. Und ja, vielleicht kriegen wir davon noch eine Rezensionsdisco oder sowas. Oder wollen wir das? Screenerling. Ich weiß nicht. Dass wir da mal reingucken können, weil der schwankt halt auch zwischen 1 und 10 Punkten tatsächlich. Ja, das ist krass, ne? Ein Punkt, ein paar Leute haben 2 Punkte, einer hat 10 Punkte, einer 10 Punkte, krass. Und dann 7, 6, 5 auch vergeben. Ehrlich gesagt, ich bin dann nicht so scharf auf einen Rezensionsdisk. Ich meine, wenn du gern möchtest, kann ich dir eine besorgen. Ja, mal gucken, ja. Warum auch nicht? Und dann waren wir wieder zur regulären Sneak im Kino und das fand ich schon super verwirrend, weil als ich erfahren habe, was läuft, habe ich einen Titel eingegeben und es kommen halt 50.000 verschiedene Filme mit dem gleichen Titel. Ist das schon mal jemandem aufgefallen? Also The Dive, einmal hieß es mit Jennifer Lawrence, dann, ja, Kate? Ja, genau, weil du hast mir geschrieben, was kommt. Also du saß drin und hab nur geschrieben, was kommt. Und dann dachte ich, ja gut, gucke ich mir den Trailer an. Normalerweise gucke ich mir immer die Trailer an von den Filmen, die ihr jetzt in der Sneak habt. Und ich habe einfach nichts gefunden. Ich habe dann irgendwas gefunden, einen Artikel mit Jennifer Lawrence. Dabei habe ich gedacht, nee, das kann es ja eigentlich nicht sein, weil das ist abgesagtes Projekt. Dann habe ich irgendwas gefunden mit 2 Schwestern oder 2 Freundinnen, ein deutscher Film. Ich so, okay, das könnte vielleicht sein, aber kein Trailer. Ich habe nichts dazu gefunden. Keine warum? Filmbeschreibung, gar nichts. Wisst ihr auch warum? Weil der startet erst am 21.09.2023. Da gibt es das einfach noch nicht. Das war diesmal eine frühe Sneak Preview. Das war verrückt. Ja wirklich eine extrem früh Preview. Vor allem der Dive, was dann noch kommt, ist. Geht auch ums Tauchen, wie der Titel schon sagt. Und da geht es um die Apnoe-Taucher. Und das ist in unserem Fall nicht der Fall gewesen. Wir hatten nämlich den Film mit Luisa Krause und Sophie Lowe. Oder ich gehe mal an, dass es Lowe ist. Ne? Ist wahrscheinlich, weil Deutsch. Und es geht einfach schlicht und ergreifend um diese 2 Schwestern. Mehr Schauspieler gibt es auch nicht, außer ein paar Fische. Die sich so vielleicht so gefühlt so ein bisschen auseinandergelebt haben in den letzten Jahren, aber sich immer wieder einmal im Jahr treffen, um gemeinsam einen Tauchtrip zu machen, weil das ist, was sich seit frühester Kindheit verbindet, weil auch der Vater irgendwie das so ein Tauchding hatte. Die beiden treffen sich halt dann in Malta zum Tauchen und dort
passiert halt dann das unglaublich. Also zuerst ist schon die Stimmung so ein bisschen angekratzt und dann tauchen die da halt so ein bisschen umher, schöne Unterwasseraufnahmen, halt viel blau. Und plötzlich sagt die eine, hörst du das auch? Und dann regnet es von oben Steine herunter. Und ja, da wird die eine wird eingeklemmt, die, oh Gott, welche wurde jetzt eingeklemmt? Die eine, genau. Die eine der beiden Schwestern wird eingeklemmt, die andere macht sich dann auf, um Hilfe zu organisieren oder sie da rauszukriegen. Also erstmal findet sie sie nicht, dann findet sie sie, dann stellt sie fest, okay, irgendwie ist, die Luft wird langsam knapp. Dann schaut sie wie und was und überhaupt, dass sie zurückkommt. Dann ist ihre Ersatzausrüstung verschüttet. Dann geht sie zurück ans Auto, weil sie soll den Wagenheber holen. Dann kriegt sie das Auto nicht auf, weil der Schlüssel nicht da ist, aber ich glaube, der Schlüssel ist mit verschüttet. Und sie probiert dann irgendwie noch in den Kofferraum zu kommen. Dann bringt sie erstmal noch die anderen Flaschen darunter. Dann lässt sie noch eine Flasche fallen ins Wasser, die dann untergeht. Und ganz viel Drama, ganz viel Gedöns und bliblablub. Dann geht sie wieder zurück. Dann gibt sie die andere Flasche. Dann hat sie keine Luft mehr. Dann muss sie zu schnell auftauchen. Nicht dann den ganzen Film erzählen. Vorsicht. Nein, ich erzähle nicht den ganzen Film. Ich erzähle nur so, weil es wird ja noch dramatisch. Es kommt auch noch eine Kirche, spielt nämlich auch noch eine Rolle. Und im Endeffekt geht es um den Überlebenskampf da unten und wie die eine Schwester der anderen hilft und nicht so ganz klar ist, ob die das überhaupt möchte. Ja, und that's it. Ja, das stimmt. Also der Regisseur, das hatte ich mal nachgeschaut gehabt, der hat die Netflix-Serie Skylines gemacht, hier diese über das Rap-Business in Frankfurt war es, glaube ich, die mir ganz gut gefallen hat, die dann aber, ich glaube, die hatten rechtliche Probleme bekommen, weil sie zu nah dran waren an irgendwie einem tatsächlichen Label oder sowas. Ja, und dann hat er vorher irgendwie, der letzte Film war 2009, den er dann gemacht hat, also nicht so wahnsinnig viel macht er. Ja, war auch mehr oder weniger ja ein Kammerspiel, fast nur zwei Personen im ganzen Film. Genau, sie hießen übrigens Drew und Mary. Wer? Die beiden Schwestern, Drew und Mary. May. In der IMDb steht May, komisch. Nein, stimmt, ja, May. Hier steht Mary. Okay. Aber May hieß sie, ja, wenn ich mich recht erinnere. Komisch, ja. Wahrscheinlich hat man da versucht, das ein bisschen zu amerikanisieren oder sowas. Ja, man weiß nicht. Auf jeden Fall wirkte das so ein bisschen wie so eine Corona-Produktion, also wo du versuchst, mit wenigen Leuten da, damit sich niemand ansteckt, irgendwie was zu machen. Die hatten ja sogar eine ganze Zeit eine Maske auf. Ja, und waren unter Wasser. Also. Ja, genau. Also da kann ja echt nicht viel passieren, obwohl sie natürlich auch das Mundstück mal immer mal getauscht haben. Aber ja, ich bin ja nur auch so ein bisschen, ich schnorchel ja gern und habe auch schon mal so einen Schnuppertauchkurs und sowas gemacht und so. Und da lernst du ja auch schon. Also ich meine, selbst bei so einem Schnuppertauchkurs, den du da machst, was auch eine lustige Bezeichnung ist, ne? Aber gut, da lernst du ja schon so viele Sicherheitshinweise und Regularien, die du einhalten sollst, wenn du tauchst. Und ich meine, hey, die machen Höhlentauchen im offenen Meer, ja, zu ja. Zweit. Also die machen ja und sollen angeblich erfahrene Taucherinnen sein. Ja, die machen ja, also gerade wenn du in so einem gefährlichen Bereich tauchst, dann sorgst du ja dafür, dass da auch irgendjemand weiß, dass du da bist, ja, dass du nicht einfach so auf eigene Faust, und die haben ja so viel nicht eingehalten, was man da eigentlich einhalten sollte. Am Anfang habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht so ein Film, den ich kenne wirklich viele, die richtig sehr gerne und sehr viel tauchen, richtig so tauchen, irgendwie Urlaub machen in Asien irgendwo und tauchen gehen oder im Roten Meer. Da habe ich gedacht, oh, dann kann ich denen den Film empfehlen. Denke ich, nee, die greifen sich so oft an den Kopf, ey, die tut die Stirn weh vom Facepalm, hat mir schon wehgetan. Weil da war einfach so viel Quatsch drin, wo du sagst, okay, das würdest du jetzt nicht machen, und du gehst ja keine unnötigen Risiken ein. Das ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, boah, ich bin hier total beeindruckt und ja, das muss ich jetzt sehen und da muss ich nochmal durchkriechen, um das zu sehen. Sondern du bist ja eigentlich dann erfahren und begibst dich nicht unnötig in Risiken, wenn es nicht sein muss. Und das war einfach total dämlich, was da teilweise gelaufen ist. Deswegen, ich glaube nicht, dass die da irgendwie irgendeinen Consultant werden sie schon an Bord gehabt haben bei dem Dreh, da irgendwie, dass das halbwegs ein bisschen passt mit dem ganzen Zeug da, aber
dass da niemand mal gesagt hat, also Leute, da, so geht's nicht. Also man kann das ja spannend machen. Es gibt ja genügend solche Filme, die dann spannend sind. Aber puh, ich weiß auch nicht. Obwohl, ja, obwohl ich hier noch mit am wohlwollendsten, glaube ich, bin von unseren Punkten, wenn ich das so sehe. Ja, das ist vollkommen richtig. Vor allem, ich habe bei sowas, kann ich kein Mitleid empfinden. Das ist immer mein größtes Problem, weil die begeben sich bewusst dorthin, die wissen, was passieren kann. Und wenn es dann passiert, dann ist Drama groß. Da fehlt mir so ein bisschen, ich glaube, da fehlt mir die Empathie für. Deswegen. Na gut, das ja. Durch ein Erdbeben, das ist wahrscheinlich doch eher selten, dass da sowas passiert, aber ja, ich meine. Trotzdem. Und ich fand ihn halt echt irgendwie auch ein bisschen öde. Und wie du schon gesagt hast, gab es für mich einige Facepalm-Momente. Klar sagt man, hey, die eine Schwester ist komplett in Panik und aufgelöst und versucht da, was weiß ich, was zu machen. Ja, trotzdem ist es so ein bisschen arg dappig, würde ich mal sagen, schwäbisch. Ich meine, gerade bei so, wer so taucht oder sowas, das ist gerade auch das Thema Redundanz. Du machst dir halt Gedanken drüber, wenn ein was ausfällt, was ist dein Plan B und dein Plan C und Plan D oder sowas, dass dann nicht, okay, wir machen jetzt das eine, wenn das nicht geht, scheiße, ja, jetzt sind wir am Arsch. Ja, so. Genau das ist es. So. Und gerade, was weiß ich, die nehmen halt ihre ganzen Handys und alles, nehmen sie halt alles mit an die eine Stelle, wo sie dann nochmal die extra Flaschen deponieren, ein bisschen geschützt, so, und das wird dann halt auch von am Strand vom Stein begraben, so, und das war es dann halt so. Da ist nicht im Auto irgendwie noch ein zusätzlicher Notrufgeber oder irgendwas, haben sie halt auch so eine alte Schüttel, mit denen sie nichts anfangen können, und ja, ist halt alles eine Verkettung von das Einzige, was man halt hätte denken können, dass es in die Richtung 127 Hours geht, weil die eine Taucherin ist halt dann vom Stein eingeklemmt, das Bein. Bei 127 Hours war es halt der Arm. Und da hätte man schon denken können, in welche Richtung das geht. Aber ich verrate jetzt natürlich nicht, was dann passiert und so. Ja, das hätte man halt auch noch irgendwie. Das haben die zum Beispiel auch gar nicht in Betracht gezogen, als sie da unter Wasser sind. Ja, so, hey, wir haben hier ein scharfes Tauchermesser. Lass uns mal jetzt kein Risiko eingehen, so irgendwie mit der Luft, dass die knapp wird oder sowas und nochmal weggehen und nochmal andere Flasche holen und ja, auf den letzten Pfiff schafft man es vielleicht oder nicht, sondern ja, komm, ey, lass uns dein Bein abschneiden, scheiß drauf, lebst wenigstens weiter, weißt du? Das wurde halt, ja. Dann wäre der Film nach 5 Minuten vorbei gewesen, aber gut. Naja, ist ja noch, auch noch ein bisschen Zeit, ich sag mal, für eine ZDF-Produktion stand er am Anfang da, sah es schon gut aus, war gut produziert. Es hat halt wirklich für so einen Tauchfilm sehr viel, ein bisschen Expertise, reine Tauchexpertise gefehlt, aber die Unterwasserszenen waren schon ganz gut aufgenommen und deswegen bin ich da auch ein bisschen wohlwollender. Ja, vielleicht auch, weil ich gerade so, bin ich gerade aus dem Urlaub gekommen, genau. Ich war gerade schnorcheln und so. Deswegen, ich gebe 6 Punkte, Chris, du? Ich bin wieder bei 2 Punkten. Okay, das waren ja nicht gerade erfolgreiche 2 Wochen für dich. Nee, nicht so. Also. In der Sneak Preview. Aber was war denn die Sondersneak, die dann mal an einem Dienstag kam? War übrigens kurios, ja. Wo du vorne standest, Moderation gemacht hast, war hinter dir die Slide eingeblendet. Sneak, immer montags, immer 20.30 Uhr. Tja, und dann stehst du da an einem Dienstag und bist selber ein bisschen aus dem Tritt gekommen mit deiner üblichen Moderation. So, hey, letzte Woche und Montag. Und ja, nö, ich habe das ja trotzdem durchgezogen. Genau. Aber es war schon ungewohnt für dich zu sagen, ja, gestern statt. Ja, ich meine, klar, aber also hätte ich jetzt von gestern, das Ergebnis von gestern wäre ein bisschen arg früh gewesen. Deswegen macht man halt das Gleiche nochmal. Nee, tatsächlich. Eine Sondersneak, da nochmal auch vielen Dank dafür, dass man gesagt hat, hey, wir hätten oder wir würden das gerne machen und auch für die Sneak-Leute einfach, wenn man schon die Möglichkeit hat, ja, herrlich, dass man das dann auch so durchziehen kann. Und dementsprechend gab es die Sondersneak und es gab eben The Flash, der nächste große DC-Film, der ein ähnliches Thema aufgreift wie im
MCU jetzt zuletzt auch schon war mit Multiversum und solche Sachen. Es geht schlicht und ergreifend mal wieder um Barry Allen als The Flash, also Ezra Miller spielt den, und da war ja auch schon im Vorfeld ganz schön vieles mit okay, Ezra Miller, nicht mehr so der einfachste Charakter, wenn man das so mitbekommen hat, also was da alles schon lief und hast noch nicht und schlag mich tot und bisschen abgedreht, aber ja, mal gespannt, vielleicht kriegt er jetzt doch nochmal die Kurve. Und Ezra Miller, also The Flash, steht morgens da im Starbucks, möchte sein normales Frühstück, weil seine Energie runtergeht und seine Lieblingsverkäuferin ist nicht da, sondern nur irgend so ein anderer, der dann motzige Geschichten erzählt, während ihm natürlich langsam die Energie ausgeht, was immer so ein bisschen doof ist. Und dann kommt es dazu, dass er einen Anruf bekommt von Alfred, dass The Batman, Ben Affleck in dem Fall, braucht seine Hilfe. Und er sprintet dann los, eilt Batman und dem einstürzenden Krankenhaus zur Rettung. Ist Batman nicht woanders? Der ist woanders gebunden. Nee, der jagt diejenigen, wo das Zeug im Krankenhaus geklaut genau, haben. Und er muss inzwischen das Krankenhaus, genau. Genau. Und er rettet so lange das Krankenhaus. Und du bist quasi von Minute 1 bist du komplett drin in der Action. Das fand ich schon mal gar nicht schlecht, weil es von Minute 1 dir schon mal zeigt, auch die Unsicherheit von Barry Allen, die ja sein Standing, seine Position und alles. Und das fand ich schon mal richtig gut, weil du kommst nicht groß dazu, erstmal am Anfang Luft zu holen, weil es ist schon extrem cool gemacht. Also ich fand den Anfang, die ersten 10 Minuten, die erste Viertelstunde, fand ich richtig, richtig stark, um so einen Film reinzustarten. Und wie es dem halt auch so ist, er trifft dann Menschen aus seiner Vergangenheit, oder es kommt zu einem Treffen mit jemandem aus seiner Vergangenheit, mit einer ehemaligen Klassenkameradin, die jetzt bei der Presse arbeitet. Und als er dann mit der zusammen ist oder zusammen sich bei ihm befindet, wird ihm bewusst, so hey, es gäbe ja wohl die Möglichkeit zurückzureisen, wenn ich nur zurückreisen könnte, und muss nur eine kleine Sache verändern, dann überlebt vielleicht meine Mutter alles und mir geht's besser und was weiß ich was und alles wird anders. Batman rät ihm ab, das zu machen. Der sagt zu ihm, hey, wenn du das machst, da zurückgehst, und es reicht schon, wenn du einen Strohhalm umknickst, dann ist schon vielleicht schlecht. Deswegen macht das nicht. Aber natürlich, was macht er? Er macht es trotzdem. Das heißt, er rennt so schnell, dass er die Zeit einhalten kann oder vielmehr auch in der Zeit reisen kann. Und er kommt dann in eine Zeitzone rein, wo eben genau das so ist, dass das seine Mutter noch am Leben ist, seine Familie noch vollkommen intakt ist, sein Vater auch nicht im Gefängnis ist, weil da steht ja auch die große Verhandlung an. Und ja, wie es dann so kommen muss, es läuft halt nicht so, wie er sich das vorgestellt hat, mit ich ändere nur eine Kleinigkeit, sondern oh ja. Er trifft sich selbst, natürlich ohne Superkräfte noch, stellt fest, was er für ein Trottel ist zum damaligen Zeitpunkt. Was ich sehr schön fand mit, ja okay, langsam verstehe ich es, warum alle so genervt sind. Und das ist das, der Film spielt da die ganze Zeit mit. Der spielt mit genau solchen Aussagen, der spielt mit seinen Unsicherheiten, der spielt mit eigentlich allem. Also auch diese Entwicklung, wo er selber trotz allem durchgemacht hat. Und es ist einfach super witzig gemacht teilweise. Es ist eine Leichtigkeit in diesem ganzen Film drin, die man so aus DC, wenn man so zurückblickt, die ja teilweise schon sehr dunkel sind und waren, nicht unbedingt kannte. Jedenfalls, das alles geht so ein bisschen schief und man braucht dann wieder die Hilfe von anderen Superhelden und er stellt dann relativ schnell fest, okay, hier ist dann doch ein bisschen, in diesem Universum ist doch ein bisschen Sachen ein bisschen anders. Macht sich auf die Suche
nach Batman, nach Bruce Wayne und findet ihn auch. Nur es ist halt nicht der Bruce Wayne, den er kennt. Es ist nicht Ben Affleck, sondern es ist Michael Keaton als Batman. Und Michael Keaton hat ja schon vor hunderten von Jahren den Batman gemimt und alles. Oh. Ich war damals im Kino, sag jetzt so, ich hunderte Jahre. Ja, wie lange ist das her? Das war in den 90er Jahren, oder? Ja, ja, das war damals. Ja, das sind halt vor 30 Jahren. Also ich gucke gerade nebenher, wann man das war. Ja, das ist so lange, und ja. Aber halt auch völlig runtergekommen und alles und so ein bisschen verwahrlost auch, weil es gibt nicht wirklich Gefahr und Batman 1989. Ja, das war noch nicht mal die 90er Jahre. Kate, da warst du eins. Das zu DDR-Zeiten kann das nicht gewesen sein. Das muss ja dann nach der Wende, ich glaube, das war einer mit von den ersten dann Filmen. Batman die Returns? Dann, 92. Nee, ich war schon, oder der lief dann noch oder sowas 1990, als dann bei uns die Kinos ja, aber 89 kam der in die Kinos. Ja, also, vielleicht in den USA. Dann kam der damals immer auch ein bisschen später. Aber ja, es kann hinkommen, ja. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern. Ja, ich fand das irgendwie auch durch dieses, ja, der hatte halt ein richtiges Logo, es war so marketingmäßig so geil, ne? Also gerade von der Promotion her war das echt cool, da gab es dann auch richtig viele Sachen. Ja, naja. Also wie gesagt, und alles ist halt komplett anders und es wiederholt sich die Geschichte dann doch ein wenig. Also es wird auch, hier in dem Fall werden die Zeitstränge mit Spaghetti erklärt, das fand ich auch sehr schön. Das fand ich sehr cool. Und ja, es geht halt dann weiter, dass plötzlich General Zod wieder auf der Bühne erscheint, wie schon im ersten Superman damals. Also es wird sehr, sehr viel vermixt, weil das dann doch so ein Fixpunkt in der Geschichte ist. Und das heißt, okay, wir brauchen Superman. Das heißt, sie machen sich dann auf die Suche nach Superman, finden ihn allerdings nicht, sondern sie finden nur... Nicht zu viel verraten, glaube ich. Nee, gibt's ja im Trailer. Okay. Ich habe jetzt den Trailer noch gar nicht. Den ist ja auch auf dem Plakat drauf. Also okay. Dann, ich war mir nur nicht sicher. Es sind ja manche sehr, sehr vorsichtig. Bleiben Sie mal ruhig. General Zod ist zu sehen. Ich habe den Trailer hier nebenan beim Laufen. General Zod ist zu sehen. Supergirl ist zu sehen. Es ist sehr, sehr vieles anderes. Sasha Kal-El hieß die, glaube ich. Ja, aber in echt heißt sie. Ach so. In echt heißt sie genauso. Ja, Kalle mit C. Sascha Kalle. als Supergirl. Es ist sehr, sehr vieles, sehr anders. Und es gibt dann natürlich diesen großen Endfight, diesen Kampf darum, um wie und was und was passieren wird. Und die Frage ist, kann der Flash seine Familie retten? Kann er sich retten? Kann er die Welt retten? Sehr vieles, was da aufeinander prasselt, und kann er auch Zeitzonen retten? Und das ist ja eigentlich sehr, sehr cool und sehr, sehr auch spannend manchmal. Kurzweilig vor allem auch gemacht. Immer mit einem Augenzwinkern, aber nicht so arg drüber. Ganz arg viele Referenzen zu anderen Filmen von DC. Sehr, sehr viel Referenz zu Back to the Future, was ich auch sehr lustig fand. Was ich sehr, sehr, sehr witzig fand. Und ich muss wirklich sagen, insgesamt ein absolut runder Film von DC, was Action, Spannung, Spaß, coole Sprüche, lustige Situationen und einfach alles angeht. Ich denke auch noch an die eine Szene in dem Institut, wo sie sind, zu zweit, wo er dann losrennt. Also, wo er im Kreis rennt. Ja. Da hätte ich mich einfach nur beäumeln können. Ja, der richtig gut gesetzte Humorpunkte, aber ja. War auch sehr emotional an vielen Stellen, war natürlich unheimlich viel Action auch drin. Die CGI sah manchmal ein bisschen nicht ganz so perfekt aus, fand ich, wie jetzt von vergleichbaren Produktionen, da hätte ich Besseres erwartet, aber insgesamt, der ging ja irgendwie 2,5 Stunden oder so. Der ging 2,5 Stunden, die waren wie ein Flash vorbei. Guter Vergleich. Wenn ich überlege hier, dieser Pearl-Film, der ging zwar nur 1 Stunde 40, aber der hat sich angefühlt. Aber The Flash, da war halt immer was drin und die tausenden von Cameo-Auftritten aus dem ganzen DC-Universe.
das war halt einfach total irre. Also selbst wenn man jetzt nicht so tief im Thema drinsteckt, man hat ja immer jemand erkannt und irgendwas gesehen. Und ich bin ja auch Fan von der Serie The Flash und auch sogar von The Arrow. Das traut man sich ja fast gar nicht zu sagen, weil es ist ja doch etwas schwieriges Thema bei vielen, die damit nicht so wahnsinnig viel anfangen können. Und es hat natürlich auch schlechte Episoden und so, also mehr schlechte als gute, sagen wir es so. Aber es ist trotzdem irgendwie cool. Und auch in der Serie The Flash, da gab es, glaube ich, eine ganze Staffel, zweite oder dritte, da war das nämlich auch mit dieser Zeitreise, wo er dann zurückgeht und versucht, was zu ändern und so, oder wo er versucht rauszufinden, wer seine Mutter umgebracht hat, um da zu dem Zeitpunkt zurückzuspringen und ändert dann auch ein bisschen was. Das hat mich durchaus doch ein bisschen daran erinnert. Der Film macht es aber ein bisschen anders hier. Und was der Film dann auslässt, wahrscheinlich zum Glück, weil sonst hätte er ein größeres Fass aufgemacht, wer tatsächlich seine Mutter umgebracht hat. Denn hier geht es halt da zurück. Genau, sein Vater ist ja im Knast deswegen, weil vermutet wird, dass er die Mutter umgebracht hat, und es gibt wohl schon die zigste Revision und Neuverhandlungen und so weiter. Das ist jetzt die letzte Neuverhandlung, die es gibt, und da soll halt versucht werden, irgendwie noch Beweise zu bringen. Die Beweise reichen aber nicht aus, um ihn zu entlasten, und deswegen, ja, aber wer nun eigentlich seine Mutter, also das sehen wir dann wahrscheinlich in The Flash 2 oder so, wer weiß. Falls er sich doch nochmal daran wagt, zurückzugehen in der Zeit, dann, oder ja, ich glaube nicht, dass sie nochmal ein Zeitreiseabenteuer machen mit The Flash, aber ich finde halt, The Flash ist so ein bisschen im DC-Universe das, was so Spider-Man bei Marvel ist. Das ist so ein bisschen der lustige, der manchmal ein bisschen tollpatschige und der auch irgendwie so der sympathische Held von nebenan. Und deswegen mag ich das auch so ein bisschen. Und bin ja sogar meinen ersten Halbmarathon, den ich gelaufen bin, ich im The Flash-Shirt gelaufen, obwohl ich bei Weitem nicht so schnell war wie The Flash. Aber es hat mir Kraft gegeben. Ja, Mann. Ja. Nee, aber ein sehr, sehr toller Film. Ich habe es ja auch schon auf diversen Social Medias losgetreten, nachdem wir den gesehen haben, weil der schon einen Tag später auch in den Innenstadtkinos in der normalen Vorpremiere lief und jetzt am vergangenen Donnerstag im Kino gestartet ist. Und ich möchte einfach, dass so viele Leute wie möglich hören, dass der Film gut ist, denn gerade bei DC, da war echt schon viel Schund dabei in den vergangenen Jahren. Definitiv, das sage ich ja, das ist kein so düsterer, komisches Gedöns, sondern einfach cool. Der hat echt Spaß gemacht. Vielleicht so vergleichbar mit so den Spider-Mans aus dem Marvel-Universe, so ein bisschen lustig. Und ich fand es auch einen interessanten Ansatz, dass man nicht, ist ja nun der erste neuere Flash-Film, es gab ja irgendwann in den 50er Jahren schon mal irgendwie so Schwarz-Weiß-Gedöns da, aber jetzt so von den Neueren, dass man nicht gleich mit der Origin-Story anfängt, sei jetzt klären wir euch erstmal, wo der herkommt, warum der so schnell laufen kann, sondern wirklich gleich baff, es geht gleich erstmal los und du siehst erstmal, okay, was kann der, und der ist jetzt ein bisschen, ja, und die Origin-Story kommt ja dann quasi so ein bisschen durch eine Hintertür auch, weil er eben in der Zeitreise sich selber trifft und ja. Aber ist so charmant gemacht und nett, und die ganzen Cameo-Auftritte, die tragen das auch. Und dann bis zum Schluss so viele lustige Szenen noch, die dich wirklich mit einem Lacher nochmal nach Hause schicken, und dann auch so eine Post-Credit-Szene. Da hätte ich mir ein bisschen mehr auf von einer Post-Credit-Szene, ehrlich gesagt. Aber war auch lustig. War auch lustig, ja. Aber da sind wir verwöhnt von Marvel mit den Post-Credit-Scenes, die einfach mal so, what? Wenn du so drin sitzt, what? War halt hier nicht so. Aber gut, war trotzdem sehr nett. Und ja, also so eine Zusatz-Sneak-Preview wird sehr gern genommen, nur mal so als Augenzwinkern an die Innenstadtkinos. Ja, zwinker, zwinker. Wenn ihr da sowas in der Schublade habt, sehr gern. Also von mir 8,5 von 10 Punkten. Vielleicht werde ich sogar mal noch ein bisschen auf. Ich hatte ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Ich habe mittlerweile auch so vielen Leuten den Film noch empfohlen. Vielleicht gebe ich sogar noch ein bisschen mehr. Ich glaube, der Soundtrack, der hätte ich mir irgendwie geiler gewünscht. Ich habe mittlerweile jedes Lied vergessen, was da drin war. Es war jetzt nicht so. Aber jetzt sind wir schon bei Jammern auf hohem Niveau. Ja, also klar. Ehrlich. Aber da hätte ich mir gewünscht, dass wenigstens irgendwie für eine, ich mag das ja, wenn so manche Szenen so angelegt sind, wie so ein Musikvideo, dass du weißt, der Regisseur hatte schon dieses oder jenes Lied im Sinn, als er die Szene gedreht hat. Und das passt dann halt alles so hundertprozentig. Hatte ich hier nicht das Gefühl. Hätte ich mir gewünscht, aber ja, trotzdem, Top-Film. Absolut. Unbedingt anschauen. Also, The Flash hat von vorne bis hinten Spaß gemacht, deswegen vielleicht rein da ins Kino. Vielleicht den Trailer skippen,
einfach mal auf uns vertrauen und reingehen. Ja, weil Chris hatte schon gesagt, dass der Trailer sehr viel vorwegnimmt. Ich möchte aber noch sagen, Sasha Kelly als Supergirl hat absolut Potenzial. Ja, genau, hatte ich irgendwie gehört, dass er auch die erste nicht, wie nennen sie es im Amerikanischen immer, Caucasian, also nicht weiße Schauspielerin, die die Rolle spielt, glaube ich. Ne? Und ja, okay, was wollte ich noch sagen? Ja, ich blitzdingse euch jetzt, Zuhörer jetzt und Zuhörerinnen jetzt alle Vielleicht mal. Geben wir noch Punkte, Erik. Das hier, haben wir doch gerade gemacht, 8,5. Ich habe meine noch nicht gegeben. Ach so. Aber ist schon okay. Was gibst du denn? Ich habe ihn aber auch bei 8,5. Ich habe ihn in der Gruppe bei uns mit 9 bewertet, weil ich habe dann aufgerundet. Mhm. Wer keine Komma haben, aber 8,5, 9, irgendwo da dazwischen ist er. Und ja, damit liegen wir auch extrem gut. Das schlechteste Bewertung für den Film in unserer Gloria Sneak-Gruppe ist 7 Punkte. Okay. So, das war The Flash. Und jetzt Flash mich nochmal. Jetzt brauchen wir trotzdem noch die Sneak-Tipps und ja, für quasi für morgen schon. Ach, so viele Sneaks in so kurzer Zeit. Mein Urlaub ist schon wieder weg. Wie lauten die Sneak-Tipps? Der Tipp für morgen lautet: Alle Register ziehen. Und es wurden 3 Filme getippt. Das eine Mal Get Up. Mit Lisa und Lena. Elemental. Mit Lisa und Lena aus Stuttgart. Ja. Elemental. Da wäre ich sehr neidisch, wenn ihr den sehen dürft. Und der Martin tippt noch No Hard Feelings. Ja, also der Martin hat ja immer gut getippt. Ich weiß nicht, wo der sein Insiderwissen hernimmt hier. Worum geht's denn da? Ach, Jennifer Lawrence. Worum geht's hier? Ja, Wohlhabende Helikoptereltern. Jennifer Lawrence wird engagiert von den Eltern eines jungen Mannes. Wohlhabende Helikoptereltern suchen für ihren introvertierten 19-jährigen Sprössling eine Frau, die ihn datet, ehe er daheim auszieht, um aufs College zu gehen. Zur großen Überraschung muss Maddie jedoch feststellen, dass sie den unbeholfenen Percy nicht so schnell um den kleinen Finger wickeln kann, wie gedacht. Das könnte natürlich passen. Um den Finger wickeln. Nee, wie hieß es? Ja. Nee, alle Register ziehen. Alle Register ja. ziehen. Könnte sein. Na, Jennifer Lawrence kann man schon mal angucken. Wahrscheinlich besser als Get Up mit Lisa und Lena. Ich will jetzt nicht die Lisa und Lena-Fans hier vor den Kopf stoßen, aber der Trailer sah ein bisschen holprig aus. Ist, glaube ich, nicht, ich bin nicht in der Zielgruppe. Wie ist der Kartoffelsalat, den du mal moderiert hast, den anderen Film mit Influencern oder so? Ich glaube, da sind wir einfach nicht die Zielgruppe. Alright, jetzt geht's weiter. Nächster Kinofilm, Guardians of the Galaxy 3. Huiuiui, was soll ich sagen? Also, unsere Guardians sind mittlerweile angekommen auf dem Planeten Nowhere. Den kennen wir aus diesem Weihnachtsspecial. Das ist irgendwie dasselbe Setting. Und Rocket und wird verletzt und wird schwer verletzt. Und die haben aber in dieser Welt haben die so eine Art Ding sie da, so ein, was weiß ich, wie sie bei Star Trek auch haben, was man dann so auflegt, was dann so die Wunden heilt und so. Es funktioniert aber bei ihm nicht und dann stellen sie fest, Moment mal, da ist einiges, der ist genetisch modifiziert, der Rocket, und sie können quasi, sie kommen da nur ran, ihn zu heilen, wenn sie dieses System irgendwie hacken können, da brauchen sie halt irgendwie den Code dafür und dann begeben sie sich quasi auf die Suche nach, wo kommt Rocket eigentlich her, und es werden jede Menge Rückblenden von Rocket, der träumt dann halt in seinem Koma, wird halt erzählt, seine Origin-Story, mehr oder weniger, wo er herkommt, wie er zu dem geworden ist, angefangen vom kleinen, was ist er, Waschbär? Ja. Ja, er ist ein Waschbär. Stille im Raum, ja, okay. Ja, Entsetzen eher im Raum, nicht ja. Stille. Ich wollte nur sicher gehen, dass ich das richtig in Erinnerung hatte, dass es ein Waschbär ist. Ja, genau, wie er quasi von einem normalen Waschbär, wie er in diesem Versuchslabor da gelandet ist und bei wem er da gelandet ist und wer da alles noch mit dranhängt und was sie vorhaben und die anderen, seine Freunde, die auch in dem Versuchslabor sind und wie sie dann dort versuchen auszubrechen und wie er dann eigentlich zu dem geworden ist, wird so in diesen Koma-Rückblenden von ihm erzählt, und parallel machen sich halt die Guardians auf den Weg, da ihm zu helfen, wo kommt er her, und da natürlich wieder sehr, sehr viel typischer Guardians-Humor, geiler Soundtrack, eben
Seitenhieb an Flash. geiler Soundtrack, der genau passt auf die Situation. Das Ganze wirkt so ein bisschen wie so ein Abschiedsfilm von den Guardians, was es auch ist, wenn man dann so die letzten Szenen dann sieht. Ich will es nicht spoilern, ich versuche die ganze Zeit so ein bisschen hin und her mein Schiff um die Klippen herum zu lenken, damit ich ja nicht irgendwas spoiler. Und deswegen halte ich so extra mal kurz. Es ist ein sehr, sehr runder Film. Er hat viel Spaß gemacht. Der ist extrem emotional bei vielen Szenen in allen Richtungen. Also da können durchaus auch mal Tränchen fließen. Da kann man sehr, sehr viel Spaß haben. Es ist natürlich auch viel Action dabei. Es ist gut gedreht. Alles perfekt eigentlich bei dem Film. Hat er wirklich richtig viel Spaß gemacht, der Film. Und ich möchte ihn auch nochmal wärmstens empfehlen. Jetzt, wo ich meine Wertung sehe, er hat mir eigentlich ein bisschen mehr Spaß gemacht als The Flash. Deswegen gebe ich mal nicht 8,5, wie hier im Dokument stehen, sondern 9. Und gehe gleich mal weiter zu John Wick 4, der mir, Achtung, Spoilerwarnung, nicht ganz so viel Spaß gemacht hat. Er hat mir zumindest mal mehr Spaß gemacht als die vorhergehenden zwei Teile. Der erste war ja noch richtig geil. Den hat man in der Sneak, erinnere ich mich da gerade richtig? Ja, ich glaube. Den ersten hat mir das. Genau. Den zweiten, den ich dann im Kino gesehen habe, und den dritten, die haben mir schon mal nicht so viel Spaß gemacht. Hier im vierten geht es darum, auf John Wick ist wegen den Vorkommnissen in Teil 3 ein Kopfgeld ausgesetzt von dieser Organisation, was dazu führt, dass irgendwie alle ihn jagen. Und selbst irgendwelche bisherigen Freunde werden zu Feinden. Und außer der von diesem Hotel, dieses Hotel, wo die immer unterkommen in New York, dem wird das Hotel weggenommen. Er ist so ein bisschen der einzige Freund, der ihm noch so zur Seite steht. Diese Organisation nimmt ihm das Hotel weg, weil er sagt, ja, oder weil die sagen, ja, da ist, sind Sachen passiert, die können wir nicht so ganz dulden. Und deswegen wird das gesprengt, das Hotel. Und deswegen ist der andere jetzt auch unterwegs. Und er hat auch immer Angst, dass sie ihn liquidieren lassen. Das geht ja immer sehr schnell bei den Leuten. Und ja, John Wick ist eigentlich gefühlt 5 Stunden gefühlt auf der Flucht. Und ja, er kommt an Ort A, kämpft gegen Gegner B und C. Er kommt an Ort D, kämpft gegen Gegner E und F und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich der ganze Film. Wir erfahren dann natürlich, es gibt dann auch so ein Oberbösewicht in diesem Film, der quasi so ein neuer Marquis, der da installiert wurde von der Organisation, und der will ihn halt tot sehen, und den jagt er dann. Und das ist so ein bisschen der Endgegner dann auch. Und da gibt es dann auch, die letzten Szenen sind dann auch in Paris, und da ist es wieder so Paris-typisch. Da werden natürlich alle Sehenswürdigkeiten mitgenommen, und ja, da ist Notre Dame, da sind sie oben bei Sacré-Cœur und Montmartre und Eiffelturm. Da ist natürlich dieses, ach, ich sehe es gerade im Trailer, läuft sogar die Szene, wo die am Tisch sitzen und im Hintergrund der Eiffelturm. Da wird so ein bisschen Sightseeing-Porn betrieben. Aber ansonsten, es ist so, er wird so gut wie nie getroffen. Also hunderte Gegner strömen auf ihn ein, und selbst in irgendwelchen Discos, da wird nebenan getanzt, während er irgendwelche Leuten da in den Kopf schießt und so. Die tanzen einfach unbedarft weiter, und es ist an irgendeinem Punkt, ist es einfach zu viel. Ich mochte zwar dieses Comichafte, aber es ist irgendwann einfach zu viel von allem. Es gibt wahnsinnig gute Szenen. Da gibt es so eine Szene, die wirkt gefühlt wie so ein One-Shot. Der ist so von oben in so ein Gebäude. Da siehst du, wie bei Sims fast, kannst du sagen, so ein Gebäude von oben. Und dann fightet er sich so durch. Aber man sieht, das sind halt reale Aufnahmen. Er wirkt so wie ein One-Shot. Die Frage ist, ob es einer ist. Ja, dann so Szenen, wo sie um Montmartre rumkämpfen. Da ist ja so ein Kreisverkehr, und das geht ewig lang in die Szene, und die Autos fahren einfach alle weiter, und er schubst immer irgendwelche Leute fürs Auto, die dann da rumfliegen. Und es ist irgendwie gefühlt von allem zu viel und zu lang. Und ein, was hat mich aber am meisten gestört, das kann ich durchaus nennen, weil das ist gleich am Anfang, tritt das in Erscheinung. Sein Widersacher, nicht Endgegner, der Endgegner ist ja dieser Marquis, aber sein Widersacher, den er hat, der ist blind. So. Und jetzt stell dir vor, es sind so Kampfszenen, was halt so bei, wie hieß der Film, mit Will Smith oder nee, mit Denzel Washington, glaube ich, wo der auch so einen Blinden spielt. Book of Eli, wo der durch diese Endzeitwelt
geht, was da so ein bisschen Sinn macht, ist halt hier völliger Quatsch. Also, es hat mich so genervt. Und vor allem, der ist gefühlt, also der kommt dann immer mal wieder, ist so ein ehemaliger Freund von ihm, wird gespielt von Donnie Yen, der auch schon bei Ip Man und in der Ip Man-Reihe und bei Star Wars Rogue One und so hat er mitgespielt und so. Den kennt man, den Darsteller. Und da wird halt gleich am Anfang gesagt, ja, der ist blind und er wird halt da auch rekrutiert. Er war halt ein ehemaliger Freund von John Wick und er soll ihn halt zur Strecke bringen und der Marquis, der rekrutiert ihn dann und es gibt ja da diesen Ehrenkodex. Das heißt, wenn da jemand sagt, hier, du sollst jemanden umbringen, dann heißt es er oder du. Also das heißt, es gibt nicht, ich mach das nicht, ich steig aus, dann verlierst du dein Leben, sondern du musst halt dann denjenigen jagen und umbringen und so. Deswegen, ja, begibt er sich halt auf den Weg und er spürt ihn auch. Und da gibt es halt Kampfszenen, wo du sagst, ey, als Blinder, ich meine, kannst du nicht nach Gehör oder irgendwas, es geht doch nicht. Und dann spielen die sogar Poker am Tisch. Wie kann ein Blinder die Karten erkennen? Ja, was ist das für ein Quatsch? Also, also es hat mich echt so abgefuckt, diese Szenen mit dem, warum muss der blind sein? Warum? Was hat das für die Story? Der kann doch genauso gut sehen. Das hat für die Story null Bewandtnis. Null. Gar nichts, dass der blind sein soll. Ja, dann lass den doch einfach sehen und dann sind es auch Kämpfe, die ich akzeptieren kann. Aber nee, ach nee, furchtbar. Nee, also okay. Ein relativ, war zwar gut gemacht und war auch besser als die vorhergehenden Teile, aber trotzdem ein bisschen unwürdig als letzten Teil. Oder jetzt ist ja nun mittlerweile bekannt, ist doch nicht der letzte Teil. Wir haben doch ein bisschen Asche gemacht mit dem Film. Wir haben euch nur gesagt, das ist der letzte Teil, damit ihr alle noch mal ins Kino geht. Ja, es kommt da wohl doch noch. Du weißt, der letzte Teil, dann der wirklich allerletzte Teil, dann der finale Teil und die Abschiedstournee. Wobei ich mich frage, wie sie hier manche Rollen, die ja doch wichtig sind für die Filmreihe, wie sie manche Rollen da weiterführen wollen. Ah, oh, gut, da werden sie schon eine Möglichkeit finden. Aber ja, ich will mal nicht verraten, wie hier, wer hier, was hier. Ja, gibt's so viele Facepalm-Szenen auch. Nicht ganz so viel wie bei The Dive, aber wer schon mal in Paris war, in Montmartre, da geht's so Treppen hoch, ne? Und er muss bis Sonnenaufgang muss er da oben sein und so. Und er geht die Treppe hoch und dann kommen immer wieder Sachen. Die stellen sich ihm in den Weg und ja, und dann geht er Treppe hoch. Wie bei so einem Try and Fail Jump and Run. Ja, du fällst dann irgendwo runter und dann fängst du nochmal neu an. Und so ungefähr ist hier auch. Er wird dann runtergeschmissen, so ein paar Absätze. Ja, läuft er wieder hoch. Oder kommen noch mehr Gegner. Und nee, also wenn du die Gegend kennst, ja, du kannst einfach außen rum gehen. Ich meine, warum geht dann immer diese Treppen hoch? Verdammte Axt. Da gibt's, egal. Da geht er genau da, wo alle Gegner sind, immer wieder hoch. Und ja, kriegt wieder auf die Fresse und fällt wieder ein paar Stufen runter. Und ach, naja. Okay, war ja ein großer Kinoerfolg. Ich kann verstehen, warum. Es ist wirklich gut gemachter, gut gedrehter Actionfilm mit sehr vielen guten Szenen. Vielleicht mehr guten Szenen als schlechten Szenen. Es hat da unheimlich viele Facepalm-Szenen drin. Deswegen, also, er spielt bei mir nicht im vorderen Feld, der Film. Ich gebe da 6,5 von 10 Punkten. Im Heimkino vielleicht mal angucken. Man kann dann immer mal pausieren und mal Luft holen. Und ja, das. Oder einschlafen. Ja, vielleicht nicht. Dazu bummst schon sehr hart die ganze Zeit und da ist sehr viel Action drin und also die ruhigen Szenen sind spärlich gesät in diesem Film. Ja, jetzt lass uns aber doch mal in die Charts reingucken und in die Neustarts. Vielleicht kommt ja da wieder der nächste geile Film, den wir im Kino sehen sollten. Kinocharts und Neustarts. Aber erstmal die Charts. Ich würde sagen, wir fangen bei Platz 5 an. Da ist für mich überraschenderweise immer noch Super Mario Bros. Vertreten, denn Super Mario Bros. Gibt es jetzt mittlerweile auf Disc. Kann man sich kaufen und natürlich auch im Streaming. Sieht aber trotzdem noch was anderes. Ja, war ja Ferien und das ist schön, so schöner Familienfilm. Familie mit Kindern. Ja, absolut. Die Super Mario Brothers. Fast and the Furious 10 ist auf Platz 4. Auf Platz 3 der neue Transformers-Film, wo mir jetzt der volle Titel gerade entfallen ist. Transformers, Avengers of the Moon, Fighting Rise Against Everyone. Heißt er im Englischen. Ach so, okay. Ich musste da übrigens, also Aufstieg der Bestien, ich musste da wegen Transformers, also vielleicht muss ich zuschicken. Ich habe als Kind Transformers gehabt. Ich habe die auch immer noch tatsächlich. Ich habe auch ein Optimus Prime hier stehen. Mhm. Ich fand die ersten Filme, die ersten Transformers-Filme, ich fand die tatsächlich auch echt cool gemacht und alles.
Ob ich den aktuellen jetzt, ob der mich ins Kino holt, weiß ich nicht. Ich glaube eher noch nicht. Da warte ich tatsächlich aufs Heimkino. Aber ich musste wirklich lachen über dieses Ding, weil mir hat es in Instagram ein Ding reingespült, ein Beitrag zu Transformers. Und da steht halt so ein Transformers begeistert, das sagen die Fans. Diesen 10 von 10 Beitrag, den hatte ich auch. Ja, dann irgendwie so, oh, der beste Transformers aller Zeiten, Kevin, 10 von 10 Punkten, irgendwie so. Den habe ich auch gesehen. Bei Facebook und ich so, okay, wow. Das ist noch, aber trotz allem noch vor einer Stufe vor Manta Manta 2 mit, das sagt ChatGPT oder halt wir nehmen einfach aus einem Artikel, vom Spiegel, nehmen wir aus dem Spiegelartikel das Zitat aus dem Film mit Super. Ja, da kann er noch so oft Super sagen. Also herrlich. Fand ich richtig süß irgendwie. Obacht. Deswegen. Obacht. Wollte ich kurz erwähnen. Nur hier im Kinocast hört ihr die wahre Kritik hier. Obacht. Genau. Vorsicht bei solchen Geschichten. Dann so. Auf Platz Nummer 2 der Innenstadt-Kinos, Kinos-Charts. Ariel. Krass, hätte ich auch nicht gedacht, dass das so hoch hier rankt. Ja, Unterwasserfilme scheinen gerade voll in Mode zu sein. Platz 1, der neue Spider-Man-Animationsfilm, Spider-Man Across the Spider-Verse. Der saugut sein soll. Ja, wahrscheinlich wie der vorhergehende, der hat mich auch weggehauen im Kino. Fand ich so gut, visueller Stil. Aber es kommt echt sehr viel gerade im Kino, wo ich sage, das würde ich gerne sehen. Apropos, jetzt kommt wahrscheinlich noch mehr ins Kino. Wir gucken mal in die nächste Woche rein auf filmstarts.de, was die so anbieten. Das ist der 22. Juni. Da geht's los mit No Hard Feelings. Und das war, welcher Film war das? Das ist dieser Film mit Jennifer Lawrence, den wir auch schon bei der Sneak-Vorschau hatten. Also, das müssen wir mal gucken. Hey. Du startest mit No Hard Feelings. Auf filmstarts.de. 22. Juni. Ja, okay. Dann ist das nächste Elemental. Animations- und Zeichentrickfilm. Animierte Liebesgeschichte über das Feuerelement Ember und das Wasserelement Wade, die trotz all ihrer Unterschiede zueinander finden und Vorurteile überwinden lernen. Es ist Disney Pixar. Und damit sollte klar sein, in welche Richtung das geht, dass das wunderbar animiert sein wird und eine absolut herzerwärmende Geschichte auch sein wird. Wirkt ja so ein bisschen vom Trailer her und von der Art, wie es gezeichnet und animiert ist, so ein bisschen wie dieses, wie ist das, Alles steht Kopf oder so, ne? Hieß war der deutsche Titel von diesem, wo da Anger, also hier Zorn und Ja, Alles steht Kopf. Den hatten wir den nicht auch, den hatten wir in der Sneak, oder? Echt? Komm. Ich überlege gerade, ob wir den Sneak, also ich habe den auf jeden Fall im Kino gesehen. Kino, okay, weiß gar nicht. Ich habe ihn, glaube ich, zu Hause gesehen. Das ist einer der wenigen Disney Filme, Plus, die mich zum Weinen gebracht haben. Oh, echt? Dann schnell weiter. Die Rumba-Therapie, den hat man in der Sneak Preview gehabt. Eine französische Komödie über den Mid-50er Tony, der bereut, sich nicht um seine Tochter gekümmert zu haben und so als Tanzschüler in ihre Rumba-Klasse getarnt, versucht, sie endlich kennenzulernen. Genau. Okay, dann haben wir Bis ans Ende der Nacht, ein deutsches Krimi-Drama-Porno, für welches Thea Ehre als beste Nebendarstellerin mit ihrem silbernen Bären ausgezeichnet wurde. Ah ja, schön. Worum geht's da jetzt? Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Okay, du hast auch gerade so ein bisschen die Reihenfolge verlassen, deswegen mache ich jetzt mal The Knocking. Was? Ja. Ah ja, okay, sorry. The Knocking, war nämlich gerade für sofort. Ein finnischer Horrorfilm, in dem drei erwachsene Geschwister das Haus ihrer verstorbenen Eltern im Wald besuchen. So, es kommt immer gut in Horrorfilmen, um sich ihre düsteren Vergangenheit zu stellen. Ich denke mal, da klopft irgendwas. Bin mir nicht sicher. Meinst du? Aber finnischer Horrorfilm klingt einfach gut. Also die ganzen Filme aus Nordeuropa sind so. So, über The Scars of Ali Bulala. Das kommt, glaube ich, nicht. Das ist eine Doku, können wir weglassen. Sword Art ist das. Sword Art nicht. Online The Movie. Okay. Progressive, Aria of a Starless Night. Also da ist der Titel Animation, Action, Sci-Fi. Unsere Geschichte spielt lange bevor der Blitz und der schwarze Schwertkämpfer unter diesem Namen bekannt wurden. Ja, weißt du Bescheid. An dem Tag, an dem sie den Nerf-Gear anzieht, ist
Yuki Asuna, nur eine Schülerin der 9. Klasse der Mittelschule, die noch nie in ihrem Leben ein Online-Spiel angerührt hat. Am 6. November 2022 ändert sich ihr Leben mit dem Start der ersten VRMMORPG der Welt, Sword Art Online. Die Spieler werden in eine Falle gelockt, als sie erfahren, dass es sich zwar um ein Spiel handelt, aber sie aber nicht zum Spielen da sind. Jeder Tod im Spiel scheint sich in der Realität auszuwirken. In der Stadt des Aufbruchs bricht Panik aus. Ohne die Regeln zu kennen, spielt Asuna um ihr Leben und versucht, alle Herausforderungen zu meistern, die sich ihr in den Weg stellen. Als sie den einsamen Schwertkämpfer Kritio kennenlernt, könnte sich alles ändern. Das war der ganze Film. Sozusagen Alice in Borderland als Animation. Alter Jemini. Es läuft auch noch an Maidan. Und da geht es um die goldene Ära des indischen Fußballs, die war von wann bis wann? Natürlich von 1952 bis 62. Das weiß jeder aus der Pistole geschossen. Stellt ihren Star-Trainer vor, Syed Abdul Rahman, der für mehr als 10 Jahre die Nationalmannschaft des Landes coachte und mit seiner Mannschaft den 4. Platz bei den Olympischen Spielen in Melbourne damals erreichte. Jawohl, das waren die Neustarts der Woche und die Kinocharts. Und ich schaue mal ganz kurz, ob noch irgendwas Cooles neu anläuft. Ne, ich habe gerade den Tab nicht auf, um zu sehen, was bei den Streaming-Services neu anläuft. Das findet ihr selber raus. Wir machen erstmal weiter im Heimkino. Heimkino. Und jetzt haben wir noch einen DC-Film mit Superhelden für euch. Und jetzt holen wir die Kate mal wieder rein. Die ist bestimmt schon eingenickt mittlerweile, wenn ihr die Herren der Schöpfung die ganze Zeit nur über irgendwelche Filme palavern. So, was gibt's denn da? Hunde, Katzen, nein, ich habe alles, euch ganz Vögel. Aufmerksam zugehört. Okay, das ist dann Prüfungsstoff nächste Woche. genau, wir haben, Chris und ich haben uns auf Sky, war das glaube ich, reingeklickt in DC League of Super Pets, ein DC-Animationsfilm. Und hierbei geht es hauptsächlich um Krypto. Krypto ist der Hund von Superman. Und Krypto ist damals, als Superman von seinen Eltern als Baby auf die Erde geschickt wurde, als Welpe mitgeschickt worden, beziehungsweise erst mit reingehüpst in die Kapsel und ist dann mit Superman auf der Erde gelandet. Und nun, wo Superman erwachsen ist und hier die Welt rettet ständig, ist er eben mit an Bord. Er hilft mit, kann auch fliegen und hat halt auch Superkräfte. Und Superman ist einfach sein bester Freund und er muss halt helfen. Also ich würde mal sagen, von der Rasse Labrador, ein heller Labrador. Sehr anhänglich, sehr süß und sehr loyal. Und dummerweise passiert was und Superman braucht seine Hilfe und er muss ihn befreien und auch den Rest der Justice League, die werden kommen ein bisschen in die Bredouille, denn ein Hamster ist es, glaube ich. Ein Hamster gelangt an Superkräfte. Nein, ist es ein Meerschweinchen? Ist es nicht ein Hamster? Meerschweinchen. Okay, ein Meerschweinchen. Was früher mal in einem Versuchslabor war, kommt an Superkräfte ran und bricht aus einer Art, was ist das? Es ist eigentlich keine Tierhandlung, aber auch kein Tierheim. Es ist so ein Mix aus beidem. Bricht da aus und versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen, quasi. Und mit ihm in diesem Tierheim-Verschnitt waren auch noch andere Tiere und die durch diesen Stein, den das Meerschweinchen da hat, Auskräfte bekommen hat, die sie aber nicht wirklich kontrollieren können und das macht es ganz, ganz ein bisschen lustig. Und so, der Krypto, der Superhund, trifft dann eben auf die und muss feststellen, dass er eigentlich schon irgendwie denen ihre Hilfe braucht, um seine Freunde zu retten und vor allem seinen besten Freund. Und eigentlich will er das gar nicht. Eigentlich ist er alleine und er schafft das ganz alleine. Und yeah, und ich, er ist immerhin ein Superhund. Und Ende vom Lied ist halt, dass sie aber zusammenarbeiten müssen, dass er das lernen muss, dass er Freunde braucht, dass sie zusammenarbeiten muss. Und so begeben sich diese bunte Mischung aus einem was ist da alles dabei? Ein Schwein, ein anderer Hund, eine Schildkröte und ein Eichhörnchen. Die begeben sich eben auf die Mission, die Justice League und vor allem Superman
zu retten vor diesem wild gewordenen Hamster, Meerschweinchen, was auch immer. Sehr lustig. Sehr süß. Für mich persönlich der bisher beste DC-Film, den ich je gesehen habe. Ultra knuffig. Absolut sehenswert für auch für Kleine, also für Klein und Groß gut gemacht. Kann ich nur empfehlen. Chris, ich glaube, Chris hat er auch ganz gut gefallen. Mir hat er auch sehr, sehr gut gefallen, tatsächlich. Ja, er hat echt Spaß gemacht. Also, die Fall, ich mich vertippt hier. Der bringt tatsächlich Spaß mit rein. Ist so eine nette Geschichte. Mit ganz arg schönen Referenzen. Also, wenn ich dann sehe, wie die Super League gefangen genommen wird und solche Sachen, das war einfach auch witzig dargestellt. Hat gute Laune gemacht, kann man echt mal empfehlen, kann man auch wirklich mit den Kids völlig bedenkenlos anschauen. Und ja, es ist für ein großer Spaß für Jung und Alt. Das klingt doch schön. Also mir hat der Trailer schon gefallen. Der lief bei irgendeinem Kinderfilm, wo ich mit einem Kleinen irgendwie im Kino war. Da lief der Trailer. Ich weiß nicht mehr, was es war. Das ist schon eine Weile her. Und da habe ich auch gedacht, ja, den würde ich gern sehen. Ich glaube, den gucke ich mir mal an. Ziehen jetzt auf Sky. Auf jeden Fall. Sehr schön. Sehr schön. Cool. Gute Empfehlung. Und ich habe noch einen. Ich hatte ja vorhin schon mal leicht angeteasert, dass das auch was mit Superhelden zu tun hat. Und zwar der Film Geheime Anfänge. Den gibt es auf Netflix. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich da drauf gekommen bin. wie ich den geklickt habe, irgendwie was. Das sah irgendwie interessant aus. Irgendwie war das bei mir in irgendeiner Übersicht. Ich habe nach irgendwas gesucht, dann stand der auch mit dabei. Und da habe ich gedacht, ach, das klingt interessant. Weil der Trailer, als der loslief, da waren so Comic-Szenen drin, dachte ich, sieht interessant aus. Es ist ein spanischer Film. Und zwar würde ich es am ehesten beschreiben, wenn ich es auf dem Bierdeckel erklären müsste. Es ist eine Mischung aus Sieben oder ein Film Sieben mit Comic. Helden oder besser gesagt mit Comic-Bösewichten. Das heißt, es gibt hier einen verrückten Killer, der bringt Leute um und der bringt die immer in einer Art und Weise um, wie Comic-Bösewichte ihre Leute umgebracht haben. In bestimmten Comics, ikonografischen Comics, also ganz bestimmte Ausgaben, die berühmt sind und die stellt halt der Serienmörder nach in seiner Art und Weise und ja, so spanische Filme sind ja manchmal doch etwas, ja, sagen wir so, man kann sich da schwer so richtig rein und selbst so spannende Filme, so Actionfilme, die sind manchmal ein bisschen weird und so. Aber den fand ich wirklich gut, der war von der Stimmung her gut gemacht. Ich mochte die Darsteller, dieses manchmal etwas Übertriebene und es ist natürlich auch so, der spanische Sprachrhythmus ist natürlich, oder auch Italienisch, ist natürlich dem Deutschen sehr, sehr anders. Deswegen wirken so Synchronisationen immer ein bisschen weird auch. Aber ich habe natürlich auf Deutsch geguckt. Aber selbst das hat dem Film jetzt keinen Abbruch getan. Und ich fand den doch sehr, sehr in Ordnung, den Film. Es war gut gemacht, interessante Spannung, viel drin für Comic-Fans zum Entdecken. Und da sind natürlich auch so ein paar Charaktere mit drin, mit denen man sich identifizieren kann. Da gibt es halt einen, der in diesem Comicladen arbeitet und so, der dann so das rausfindet, warum das so ist. Und ja, kann man durchaus mal gucken, wenn man schon alles durch hat. Das ist natürlich jetzt nicht so die Top-A-List, die man immer auf Netflix vorgeschlagen bekommt, sondern einer von diesen kleineren Geheimtipps. Ich würde es mal Sneak Preview nennen. Vielleicht mal reinschauen, gerade für Comic-Fans oder auch für Fans von stabilen Krimis. Durchaus empfehlenswert. So eine kleine Perle von mir. Geheime Anfänge. Ich weiß gar nicht, wie der im Original heißt. Oder? Hier steht es bestimmt. Kann ich. Origenes Secretos. Origenes Secretos. Ja, geheime Anfänge auf Netflix. 7 Punkte von mir. Luft holen. Jetzt sind wir durch für heute. Meine Güte, das war viel. Okay, tschüss. Das war echt viel. Das war echt viel heute. Und jetzt gibt es aber noch ein bisschen was auf die Ohren in unseren Musiktipps. Ja, ich weiß, das kommt immer sehr überraschend. Ja. Ich muss erst mal einen Bumper finden, da hast du noch ein bisschen Zeit. Wo ist der? Ihr seid so schlecht vorbereitet, ihr beiden, das ist ja unglaublich. Music. Da ist er doch, der Bumper.
Einfach großartig. Vielleicht für die Hörer da draußen. Von drei Leuten hat genau ein Lloyd was eingetragen. Und einer sucht noch den Bumper und die andere sucht noch einen Musiktipp. Ihr Anfänger. Ich habe natürlich was parat. Ich habe hier. Natürlich hast du was auf parat. Auf Spotify habe ich nämlich eine extra Liste, die heißt, die ist natürlich nicht öffentlich. Da sind so mögliche Sachen drin, wenn ich mal nichts habe. Dann bin ich natürlich auch. Also, Chris, fang du mal an. Was hast du? Ich habe von Ava Crown und Hayley Mays Fly Away. Okay, gucke ich gleich mal. Da ist es. Hä? Nee, doch nicht. Ava Crown, Hayley Mays Fly Away. Hier gibt es irgendwas von, hier drüben ist das Glory Hammer. Ach nee, hier ist es. So, hier zur Playlist hinzufügen, die heißt Kinocast Songs, dürft ihr gerne alle abonnieren. Kate, was hast du? Ich hoffe, ich habe es noch nicht mal draufgesetzt. Es ist Radiohead Creep. Das gehört auf jeden Fall auf unsere Liste. Mal gucken, ob das... Wenn es nicht schon drauf ist, ich hoffe nicht. Ich mache das jetzt sofort. Ist noch nicht drauf. Ist noch nicht drauf. Ja. War übrigens geil. Moby spielt den Song auch immer live mit Gitarre und mit allem. Voll geil. Ja, und ich pack drauf von Eminem, Darkness. Das habe ich auch im Musikfernsehen im Urlaub mal gesehen gehabt und fand ich echt geil. Das ist auch noch nicht drauf. So, jetzt ist es drauf. So, haben wir eine sehr lange Ausgabe geschafft mit sehr, sehr vielen Filmen. Ich hoffe, liebe... Zuhörer. Was für ein Comeback nach dem Urlaub hier. Ja, ZuhörerInnen, es hat euch gut gefallen, dann lasst mal ein Like da auf allen Plattformen, wo ihr das gerade hört und empfehlt diesen Podcast auf jeden Fall weiter. Und dann denke ich mal, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Mal gucken, wie viele Filme es dann werden. Dann werden auf jeden Fall auch vielleicht ein paar Serien dazukommen. Apropos Serien, ich möchte auch empfehlen, bei Fortsetzung Volk mal reinzuhören. Da war ich ja jetzt die letzten Wochen zum einen beruflich, zum anderen wegen Urlaub nicht da. Da hat die Kate mich mehr als würdig vertreten. Ich habe die Sendung natürlich auch angehört. Ich habe so die Befürchtung, dass sie mich jetzt gar nicht mehr dabei haben wollen. Aber wir werden sehen. Also hört da rein, Fortsetzung folgt. Auf allen Plattformen, wo ihr Podcasts hören könnt, gibt es immer drei neue Serien, werden vorgestellt und auf jeden Fall empfehlenswert. Ansonsten euch beiden danke fürs Mitmachen. Bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Macht's gut. Tschüss. Bis bald im Kinocast.